GTS. Auch dies sind mittlerweile magische Kürzel im Porsche-Programm. Ganz so wie RS oder GT3 oder Targa. Der Kenner weiß sofort, etwas damit zu verbinden. Auf jeden Fall Power und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dies gilt nun auch für den Panamera und den Panamera Sport Turismo. Angesiedelt zwischen dem Panamera S-Modell mit 440 PS und dem Basis-Turbo mit 550 PS ist der GTS in dieser Lücke dazwischen zu finden. Auch etwas häufiger zu finden ist das Porsche-Modellprogramm in den Regionen, in denen sowohl der Wille zur automobilen Höchstleistung mit dem verfügbaren Einkommen korreliert. Somit ist es kaum verwunderlich, dass der Panamera GTS seine erste Testfahrt im Königreich Bahrain erlebt. Dort, wo die Formel 1 einen ihrer schönsten Grand Prix unter Flutlicht erlebt. Doch dazu später mehr. Vom Panamera S-Modell unterscheidet sich der GTS in deutlich mehr Details als den schwarzen Anbauteilen, dem großen Spoiler aus dem Turbo-Modell und dem Motor mit zwei Zylindern, einem Liter Hubraum und dem Leistungsplus von 20 PS. Es sind vor allem die strammere Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung, die neue Programmierung für die serienmäßige Dreikammer-Luftfederung und die größere Spreizung zwischen den komfortablen und den sportlichen Fahrmodi, die für Performance-Junkies eine Gänsehautgarantie darstellen. Die aktive Wankstabilisierung mit ihrer 48 Volt Lebensader und allem voran natürlich die sensationelle Hinterachslenkung tun ihr Übriges. Unser roter GTS strahlt im lichtdurchfluteten Ambiente Arabiens sehr eindrücklich und sogar die gelben Bremssättel der Keramikbremse lassen die alte Regel völlig vergessen, dass ein Sportwagen rot sein darf, eine Limousine nur selten. Hier sieht es tatsächlich nach einer gelungenen Symbiose aus. Zum Panamera GTS gehören wie immer beim GTS-Programm spezielle Designelemente und eine aufgewertete Serienausstattung. Das Sport-Design-Paket mit neuem Bug und Heckunterteil in Schwarz und weitere dunkle Akzente betonen den sportlicheren Anspruch. Das Leergewicht des Panamera GTS liegt bei 1995 Kilogramm, knapp unter der 2-Tonnen-Grenze. Die Zuladung liegt bei 590 Kilogramm. Beim Panamera folgt die flach abfallende Dachlinie dem Vorbild des Porsche 911. Der gestreckte Verlauf des Dachs unterstreicht mit den kräftigen Schultern über den mächtigen 20 Zöllern extrem die fließende Coupé-Linie. Der Sport von 0 auf 100 km/h erfolgt mit dem serienmäßigen Sport-Chrono-Paket in 4,1 Sekunden. Beim Sport von 0 auf 200 km/h braucht der Panamera GTS 15,4 Sekunden. Der Verbrauch wird mit 10,3 Litern angegeben. Das Interieur wird von schwarzem Alcantara und eloxiertem Aluminium geprägt. Zum Serienumfang zählen das beheizbare Multifunktions-Sportlenkrad mit Schaltpedals und das Connect Plus-Modul für umfangreiche digitale Dienste. Mit dem Panamera GTS und dem Panamera Sport Turismo GTS erweitert Porsche seine Modellreihe durch ein sehr erprobtes Modellprogramm, nämlich der GTS-Baureihe, aber eben auch sehr, sehr attraktiv. Beide Modelle sind sehr, sehr sportlich abgestimmt. Sie sind etwas tiefer, 10 mm tiefer als die normalen Modelle. Sie sind vor allen Dingen etwas stärker, 20 PS stärker als die normalen S-Modelle, das heißt 440 zu 460 PS dann mit einem Schritt und vor allen Dingen, sie sind auch sehr, sehr dynamisch unterwegs. Das bedeutet, die beiden Fahrzeuge, zum Beispiel die Limousine, erreicht die 100 Stundenkilometer schon nach 4,1 Sekunden und wir erreichen fast Höchstgeschwindigkeiten von 300 Stundenkilometer. Das lässt sich sehen. Beide Modelle sind sehr sportlich unterwegs, aber sie sind eben auch sehr attraktiv ausgestattet und das zeichnet ja auch die GTS-Modellbaureihe aus und deswegen sind in den vielen Porsche-Modellbaureihen die GTS-Modelle auch sehr beliebt.
Insgesamt ist dieses Fahrzeug sehr, sehr sportlich und das haben wir schon probiert und zeigen es Ihnen gleich auch nochmal auf der Rennstrecke, denn das kann er wirklich. Viele Fahrzeuge, auch aus der Vergangenheit, die sehr sportlich unterwegs sein wollten, erreichen bei weitem nicht die Performance dieser großen Limousinen auf der Rennstrecke und das ist erstaunlich, denn man erwartet es kaum, aber mit diesem Panamera, vor allen Dingen GTS, Turbo natürlich auch, das sind Fahrzeuge, wenn man mit denen auf der Rennstrecke unterwegs ist, dann hat man das Gefühl, man sitzt in einem echten Rennwagen, aber eben auch in einer ganz normalen Limousine. Dass der Panamera GTS auch für die Rennstrecke und für das ungezügelte Abrufen von sportlicher Performance gedacht ist, darüber lässt Porsche auch keine Zweifel aufkommen. Für uns also keine Frage, sich mit dem Gefährt nun von den öffentlichen Straßen auf die Fährte der Formel 1 zu begeben. Und hier ist er tatsächlich zu Hause. Fahrleistungen, die ältere 911er Modelle nie erreicht haben, offenbart der Panamera GTS ohne große Anstrengungen und dies, wohl bemerkt, in einer viertürigen Limousine. Unter den Motorhauben schlägt das Porsche-Herz. Der neue 4-Liter V8 mit 460 PS Leistung und einem maximalen Drehmoment von 620 Newtonmeter über den breiten Bereich von 1800 Umdrehungen pro Minute bis 4500 Umdrehungen pro Minute. Der Motor sorgt mit der Sportabgasanlage für das gewünschte emotionale Fahr- und Klangerlebnis. Der mit Otto-Partikelfilter ausgestattete Biturbo-Motor überflügelt das Vorgängermodell um 20 PS und 100 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 292 bzw. 289 km/h erreicht. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, PDK, an das Allradsystem Porsche Traction Management. Der frühere Rallye-Weltmeister und Rennsportlegende Walter Röhrl beschreibt den neuen GTS so. Es ist ein Mittelding zwischen dem alten 4S und dem Turbo S, wo man noch mehr Wert auf Sportlichkeit gelegt hat. Fahrwerk ein bisschen tiefer, präzisere Lenkung, größere Bremsanlage. Also das ist für mich jetzt das Auto, wo ich alles machen kann. Ich kann auf der Rennstrecke fahren, ich kann auf der normalen Strecke schön komfortabel fahren, habe Platz genug. Mit dem neuen Touring Sport habe ich ja 5 Sitzplätze. Also für mich ein tolles Auto. Dieser lange Radstand, das macht das Auto dermaßen gutmütig und richtungsstabil. Du fährst und du sagst, das Auto fährt wie die Eisenbahn, stabil dahin und ist trotzdem wiederum bedingt durch die Vierradlenkung unheimlich agil in engen Kurven. Das haben wir auch ausgiebig erfahren und genossen. Nun gut, wir geben es zu. Wir haben ein paar mehr Runden gedreht, als für die positiven Eindrücke zum Fahrwerk nötig gewesen wären. Aber es ist halt selten, dass wir ein Auto mit dieser Performance auf einer Rennstrecke in die Hände bekommen. AMG und Audi haben Autos mit ähnlichen Leistungsdaten, nicht aber mit dieser real umsetzbaren Performance. Dies durfte auch der Inhaber der Rennstrecke erleben. Mit Walter Röhrl fuhr er im grauen GTS einige Runden und zeigte sich trotz eigenem Rennfahrzeug-Fuhrpark sehr beeindruckt. It's been an honor, right? Es war mir eine Ehre, mit ihm zu fahren. Das ist etwas, was man sich erträumt, mit einem legendären Piloten wie Walter Röhrl zu fahren. Wir sind stolz, ihn hier zu haben. Zudem hat er seinen Job gemacht. Er lehrte mich das Fürchten. Ich war etwas irritiert durch das späte Bremsen. Er bremst sehr viel später, als ich erwartete. Wir sprachen über die perfekte Balance eines Fahrzeugs, das auf der Rennstrecke funktioniert und mit dem trotzdem der Alltag bewältigt werden kann. Dann fährt man wieder auf die Rennstrecke und zeigt anderen Marken, was sie eben nicht können. Es gibt nichts Vergleichbares. Das können wir bestätigen, wenn auch noch einige Tests zu diesem Urteil nötig sein sollten. Denn unter Flutlichtbedingungen, wie in der Formel 1, einige Runden auf dem Bahrain-Circuit zu drehen, das konnten wir uns doch nicht entgehen lassen. Taghell bei Nacht und bei angenehmen Temperaturen. Die Strecke ist großzügig und breit, bietet lange Geraden, schnelle Biegungen und nur wenig enge Kurven. Mit ihrem Charakter passt sie offensichtlich zum Charakter des Panamera GTS,
der ja mit seinen 2 Tonnen auch nicht gerade schmächtig ausfällt. Der Panamera mag die Strecke und die Strecke mag den Panamera. Der Motor kann sich voll ausleben. Er reagiert spontan auf die Eingaben übers Fahrpedal. Er dreht begeistert hoch und teilt das seinem Fahrer auch deutlich mit kraftvollem Jubel mit. Das Getriebe schaltet ohne Zugkraftunterbrechung und so ist die nächste Kurve schnell erreicht. Die großdimensionierten Composite-Bremsen ermutigen mit ihrer Verzögerung zu immer späterem Anbremsen. Der allradgetriebene GTS zieht neutral und dank aktivem Wankausgleich ohne spürbare Seitenneigung hindurch und fordert rasch zum nächsten Vollgasschub auf. Der lange Radstand lässt den Wagen extrem gutmütig durch die Kurven gleiten. Die 2 Tonnen Gesamtgewicht sind fast vergessen, denn der GTS liegt so gut in der Hand wie so mancher für die Rennstrecke optimierte Sportwagen. Wenn da nur nicht der Preis wäre. Für den normalen Panamera GTS verlangt Porsche mindestens 138.493 Euro.